Wir melden uns heute aus dem Signal Iduna Park, liebe Zuschauer. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Roman Bürki steht im Tor. Mats Hummels spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Mahmoud Dahoud steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und im Sturm sollen es in diesem Spiel gleich vier Angreifer richten. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Schauen wir auf die Formation, wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen. Ja, das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Heute dient ja die Biene Emma als Maskottchen für den BVB. 3 Jahre lang aber konnte man sogar im Wappen des Clubs ein anderes Tier sehen. Das war 1976 bis 78. Ein neuer Sponsor stieg ein und brachte einen Löwen mit. Und so wurde kurzerhand das Logo umgestaltet. Nach 1978 allerdings kehrte man dann wieder zum alten Design zurück. Mahmoud Dahoud. Da kommt der Pass. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Da geht er dazwischen. Das Pressing jetzt. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden.